Ja, meine Damen und Herren, Sie können sich sicherlich vorstellen, dass die Arbeit hier unten bei uns im offenen Kanal viel Spaß macht. Erstens, man ist mit der Technik bewandert, man beschäftigt sich mit allem drum und dran und man hat Gäste. Hilfreiche Gäste, die hat man ganz besonders hier im Studio. Und insofern begrüße ich an meiner Seite den Jürgen Seckler von Kiwanis und den Norbert Janssen von Kiwanis. Und ich sagte es bereits, schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir hier sein dürfen. Ich sagte es bereits, Kiwanis, Hilfe, Hilfe vor allen Dingen für Kinder. Wir berichten immer wieder gerne darüber und zuerst gehen wir mal auf den Club. Norbert, Kiwanis. Seit wann gibt es Kiwanis in Worms? Kiwanis gibt es seit 2014 und wir haben relativ wenig Mitglieder, sind zurzeit 16, wollen das langsam versuchen, etwas nach oben zu bringen, dass wir dann irgendwann mal bei 30 Mitgliedern angelangt sind. Das wäre eine schöne Zahl, wenn wir die bald erreichen könnten. Mhm. Jürgen, eine Frage, so ein Service-Club, wir kennen Sie von den Lions, von Rotary und. Die Aufgabe eines Service-Clubs grundsätzlich? Gut, zunächst mal einfach ehrenamtlich sich investieren und dann versuchen, über diesen Weg auch mit Aktionen und sonstigen Sachen Geld einzusammeln, um das dann, ich sage jetzt mal, da, wo Geld gebraucht wird, wo man tolle Sachen mitmachen kann, das dann dort eben entsprechend einzusetzen. Mhm. Das ist so die Idee. Kiwanis hat sich aber besonders die Kinderhilfe auf die Brust geschrieben. Norbert, was wird alles getan, um den Kindern, die vielleicht nicht so das Glück haben, wohlbehütet oder gut ausgestattet zu leben, wie kann man denen helfen? Also wir haben zum Beispiel in der Vergangenheit den Kindergarten Kita Ahornweg unterstützt mit Hilfe des Vortrags vom Jürgen, dass wir da entsprechend immer das Frühstück mitfinanziert haben. Dieses Jahr wird eine andere Finanzierung unterstützt, sodass dann die Jugend oder die Kinder in der Kita besser arbeiten können, sich besser zurechtfinden und auch, sagen wir mal, ihre positiven Seiten, die sie vielleicht dann im Labor oder Ähnliches, was im Kindergarten da schon alles gemacht wird, dann entsprechend ausprobieren können. Ja, aber ich möchte jetzt nicht unbedingt politisch werden, aber in der heutigen Zeit, wie sagte eine Politikerin im besten Deutschland aller Zeiten, muss ein Service-Club für die Frühstücke in Kindergärten sorgen. Das ehrt euch natürlich ganz, ganz besonders, dass ihr das tut. Aber auf der anderen Seite fragt man sich natürlich, wo hapert's da? Ist schwierig zu sagen, ich will jetzt auch nicht zu politisch werden, aber nicht umsonst, Uschi Glas ist vielleicht bekannt mit ihrem Brotzeitprojekt, wo das genauso der Fall ist, wo Kinder versorgt werden. Ich denke, es gibt auch einfach auch Grenzen, wenn es um finanzielle Unterstützung geht. Und gerade die Kita Ahornweg ist nun mal ein Brennpunkt Kindergarten. Ja. Und da hat man auch ein gutes Gefühl, wenn man hier einfach dafür sorgt, dass Kinder ein gesundes Frühstück bekommen. Denn wir müssen immer auch den Hintergrund der Kinder kennen. Und da ist es schon so, dass es da, ich sag mal, an dem Punkt etwas mangelt. Und umso schöner ist es dann zu sehen, dass da was passiert. Ich glaube, da darf man auch nicht erwarten, dass alles von einer Kommune oder so getragen werden kann. Ja. Mhm. Und deshalb habe ich jetzt damit jetzt kein Problem, dass das nicht möglich ist von den Kommunen, sondern dadurch, dass wir das noch mit unterstützen können, ist umso schöner. Ja, ja, das ehrt euch, dass ihr da einspringen könnt, dass ihr sagen könnt, hier, wir machen das. Ja. Und das bedarf natürlich gewisser Veranstaltungen. Was macht denn Kiwanis alles, um, ich sage jetzt mal so, an die Kohle zu kommen? Es war natürlich jetzt die letzten 2-3 Jahre ein bisschen schwierig, durch Corona entsprechend was zu tun. Zum Beispiel machen wir die Veranstaltung vom Jürgen, was während der Corona-Zeit dann einmal als Online-Veranstaltung gemacht worden ist. Und das war sehr erfolgreich. Da hatten wir das erste Mal keinen Eintritt verlangt, sondern haben um eine Spende gebeten. Und das war wesentlich erfolgreicher noch, als das, wenn wir Eintritt verlangt hätten, was sehr positiv war. Und wir hatten Gäste teilweise
auch aus dem Ausland, die mit teilgenommen haben. Also von daher war das eine tolle Geschichte. Wenn ich gerade mal hier einspringen darf, wenn man sieht, was das eigentlich auch, ich versuche ja aus der ganzen Sache, aus der ganzen Misere immer das Positive zu sehen, das Positive rauszuziehen. Ich sage mir immer, entschleunigt. Mhm. Ich bin irgendwo auch entschleunigt worden oder sehe jetzt, was es mir bringt, entschleunigt zu handeln. Aber auch sowas, wie du jetzt sagtest gerade, solche Veranstaltungen, wenn man jetzt, sagen wir mal, online vor 1000 oder vor 2000 Menschen sprechen kann, ist es ja was anderes, als wenn man in einem kleinen Raum vor 100 spricht. Dann kommt ja dann letztendlich auch, wenn die Leute sich dann so zeigen, dass sie sagen, ja, fand ich gut, ja, da spende ich was, kommt ja auch letztendlich mehr rein. Genau, ja. Und die Leute hatten Spaß dran, also das war auch... Den hat man immer beim Jürgen. Ja. Den Spaß hat man immer beim Jürgen, ich spreche aus Erfahrung, das letzte Mal war ich auch dabei. Ja, wo wir schon wieder beim Thema sind, beim Hauptthema eures Kommens, ein neuer Vortrag vom Jürgen Seckler. Jürgen, du sagst, um was es geht. Ja, also der Vortrag heißt nicht, ich bin dann mal weg, das ist schon besetzt von einem anderen Menschen, sondern das war so die Grundintention, ich bin dann mal gesund. Ja. Und wer mich kennt, weiß, dass Gesundheit für mich ein ganz, ganz großes Thema ist. Ich kann mich erinnern, wir sind damals auch mit der Vortragsreihe gestartet mit einem Gesundheitsthema. Da hieß es zum Glück gesund. Was hat Gesundheit mit einem Ferrari zu tun? Da habe ich mir gedacht, okay, da jetzt die da waren, wissen, was mit einem Ferrari zu tun hat, gehen wir mal in eine andere Richtung. Und so wird es wieder ein Gesundheitsthema geben mit ein bisschen anderen Ansätzen. Und von daher gesehen glaube ich sehr, dass die kommen, auch ganz viel, und das ist immer mein Ziel, auch für sich persönlich was mitnehmen können in ihren eigenen Alltag. Das ist immer so ein bisschen meine Geschichte. Also nicht einfach nur einen schönen Abend erleben mit einem, in Anführungsstrichen, tollen Vortrag, sondern da soll auch jeder was mit für sich nach Hause mitnehmen können oder auch in die Familien mitnehmen können. Das finde ich auch wichtig. Der Vortrag ist ja mit Sicherheit wieder so aufgebaut, dass der A, humoristisch ausgekleidet wurde und B, natürlich auch nicht so, Sie müssen das machen, Sie müssen das machen, Sie müssen das machen, sondern dass es auch mehr auf die Psyche geht. Ich sag mal so, jedes Verbot ist die Versuchung und jedes, ich sage jetzt mal, Gebot, da habe ich das Gefühl, ich werde irgendwo gezwungen zu etwas. Aber ich finde, gerade wenn man über das Thema Gesundheit nachdenkt, Gesundheit soll Spaß machen. Gesundheit soll mich zufrieden machen. Gesundheit soll mir Wohlbefinden schenken. Also muss es aus meiner Sicht auch einfach sein, gesund zu sein oder gesund zu bleiben. Mhm. Das ist so die Idee. Und ich glaube, mit den richtigen Beispielen erwischt man so manchen Zuhörer, manche Zuhörerin, die das dann nachvollziehen können. Und die Hoffnung ist eben, dass die Leute auch erkennen, wie einfach es ist, tatsächlich gesund zu bleiben. Ich finde es viel schwerer, gesund zu werden. Ich finde es sogar noch anstrengender, krank zu werden. Deshalb, warum soll man sich anstrengen, wenn es viel einfacher ist, gesund zu bleiben? Das ist so die Idee, die dahinter steckt. Jetzt komme ich wieder auf die Einnahmen. Der Eintritt ist frei. Ja. Das klingt zuerst mal, wie generiere ich das Geld, aber der Eintritt ist frei. Ihr geht also davon aus, dass die Leute, die dann kommen, so begeistert sind, dass die Spenden ins Uferlose wachsen. Also sie sollen nicht spenden, weil der Vortrag super gut war, sondern die Intention war im Prinzip auch unsere Online-Veranstaltung vor 2 Jahren, die wirklich so erfolgreich war, dass wir sogar für mehr als 2 Jahre Geld einsammeln konnten, um die Kita zu unterstützen. Und wir haben die Jahre vorher mal 15 Euro, mal 20 Euro, mal 10 Euro verlangt. Und wir haben gesagt, was online funktioniert, sollte, könnte, müsste auch live funktionieren. Mhm. Wobei mittlerweile, wenn die Leute mich ansprechen, dass sie nicht kommen können, sage ich, ihr müsst nicht unbedingt kommen, aber spenden dürft ihr trotzdem. Ja. Wir sind sehr gespannt. Es ist ein Versuch, tatsächlich ein Versuch. Aber wenn die Leute sich erinnern an all das, was die letzten Jahre schon gelaufen ist mit den Vorträgen und ich sag mal so die Fans dann kommen, die fast jedes Jahr dabei waren, dann gehen wir schon davon aus, dass wir da auch wieder unser Ziel, was wir so haben, pro Vortrag auch wieder erreichen. Wo findet das statt, Norbert? Das Ganze findet im Evangelischen Gemeindezentrum im Adenauerring statt. Also neben Dreifaltigkeitsgemeinde. Genau. Neben der alten Sparkasse. Also von daher ist das eigentlich auch eine Räumlichkeit, die gut geeignet ist, die uns auch kostenfrei zur Verfügung gestellt wird, was auch nochmal eine ganz gute Geschichte ist. In der Vergangenheit muss man immer eine Kleinigkeit noch bezahlen, was dann von den Einnahmen wieder abgegangen ist. Also von daher sind wir ganz optimistisch, dass es klappt. Leider haben wir keinen gescheiten Internetanschluss, sodass wir es
nicht auch als Hybridveranstaltung machen können, ja. Aber wir wollen es dann aufnehmen und entsprechend dann anderweitig versuchen, nochmal zu präsentieren, dass dann andere Teilnehmer, die nicht konnten, vielleicht dann über YouTube oder Ähnliches dann teilnehmen dass können. Dass man Videoaufnahmen macht, beziehungsweise mit irgendjemandem steht mit dem Handy da und filmt. Denn die Handys von heute sind ja so qualitativ, so gut, da kann man ja richtig was produzieren. Korrigiere mich, am 21. November ist es? Yes, 19 Uhr. Prima. 19 bis 21 Uhr? Ja, so ist mal, das, so ist mal der Plan, plus minus, je nachdem, wie die Leute mitmachen und sich begeistern lassen. Also ich habe so zwei, drei natürlich Gimmicks mit eingebaut und wenn das gut funktioniert, wird das eine ganz sicher eine sehr kurzweilige Veranstaltung. Ja, ja, meine Damen und Herren, selbst wenn Sie sich gesund fühlen, bei so einem Vortrag oder nach so einem Vortrag, fühlt man sich noch wesentlich gesünder. Da geht man so richtig gestärkt raus. Also wie schon gesagt, ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich war schon beim Jürgen. Das macht richtig Spaß, ihm zuzuhören. Und man wird auch ein bisschen involviert. Man wird zwar nicht bloßgestellt, aber man wird schon aufgefordert, da ein bisschen mitzumachen. Ja? Ich sage noch mal, 21. November in der Dreifaltigkeitsgemeinde Adenauerring. Beginn 19 Uhr. Ich will nicht sagen Open End, aber wir haben mal so 21 Uhr angepeilt. Und ich hoffe, dass der Saal voll ist und ich hoffe, dass dann auch für die Frühstücke der Kleinen genügend Spenden reinkommen. Das hoffen wir auch. Ich darf mich vielmals für euer Kommen bedanken und bin gerne bereit, bei dem nächsten Vortrag oder bei der nächsten Veranstaltung euch wieder als Gäste begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, Michael. Dankeschön. Danke. Gerne. Ja, meine Damen und Herren, es geht weiter mit unserem Programm hier im Wormser Montagsmagazin. Bleiben Sie dran, es wird gut. Bis dann.